Warum gehst du ans Telefon und nicht Lore? Das war eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Sollte ich die Wahrheit sagen? Nämlich, dass Oma Lore spurlos verschwunden war? Was würde dann passieren? Papa und Tanja würden sofort umdrehen und von den Alpen bis nach Kleinfunkenweide düsen. Und wenn sie angekommen waren, war Oma Lore wahrscheinlich längst wieder aufgetaucht. Aber es gäbe kein Zurück mehr. Ich müsste mit Papa und Tanja mitfahren und Oma Lore aus dem Rückfenster winken, die immer kleiner werden würde vor ihrem gelben, wunderschönen Haus. Und dann standen mir 2 Wochen Hüttenwanderung bevor, in denen mich jeden Morgen die quietschende Tanja wecken würde. Nein, das musste ich unter allen Umständen verhindern. Es war an der Zeit, erfinderisch zu werden. Zum Glück war ich darin ausgesprochen gut. Ich holte tief Luft. Papa, jetzt komm mal runter. Kein Grund, sich so aufzuregen. Oma hat mich abgeholt und danach waren wir noch ziemlich lange bei... Mist, mir fiel so schnell nichts ein. Bei Tonis Fischbude, weißt du? Warum wart ihr denn bei Toni? Da geht sie doch nicht mehr hin seit der Lebensmittelvergiftung, sagte mein Vater sofort und klang sehr misstrauisch. Hui, das war doch schwerer als gedacht. Ich nahm mein Käppi ab und wedelte mir damit frische Luft zu. Na, der Toni, der macht jetzt auch Eis. Tatsache? Mein Vater klang lang verblüfft. Ja, weil das mit dem Fisch nicht so gut läuft. Oma hat da schließlich einen erzählt mit der Lebensmittelvergiftung. Er musste fast schließen. Aber jetzt ist das ein super Eisladen. Ob ihr mir das glauben würde? Am besten, ich lieferte noch ein paar Details mit. Das machte Glüten glaubhafter. Ich hatte 3 Kugeln. Stracciatella, Vanille und Schoko. Na gut, antwortete mein Vater. Puh, und warum geht Lore nicht ans Telefon? Das Handy hat sie vergessen. Du kennst sie ja. Sie ist ein bisschen verpeilt. Fast konnte ich sehen, wie mein Vater die Lippen schürzte und nickte. Okay, ich bin froh, dass es euch gut geht und ihr einen schönen Nachmittag hattet. Dann gib sie mir doch mal bitte. Ich erstarrte. Fast glitt mir der Telefonhörer aus der Hand. Was? Stammelte ich. Na Lore, ich wollte noch etwas mit dir abklären wegen der Abholung in 2 Wochen. Verdammt. Mist, verdammt. Mein Herz wummerte ganz schnell. Panisch schaute ich zu Schnorrer, als hätte der eine Lösung. Aber der Kater guckte mir nur gelangweilt vom Boden entgegen und fing dann an, sich am Po zu putzen. Bäh! Pia, bist du noch dran? Ja klar. Also Oma, die kann jetzt leider nicht. Sie ist... Ich guckte zu Schnorrer und verzog das Gesicht. Auf der Toilette. Pause. Ach so, dann sag ihr doch, sie soll mich gleich zurückrufen. Das wird schwierig, weil sie ist... Schnorrer war fertig mit dem Putzen und miaute in meine Richtung. Ja, das war es. Sie ist sehr heiser. Sie hat gerade fast keine Stimme. Ich nickte Schnorrer dankbar zu. Mika, vielen Dank.